Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück hier zu... So rum. Herzlich willkommen zurück hier zu Mad Max. Yes, yes, ja. Ich habe hier dieses Schrottcrew-Ding gebaut. Und ihr seht, abermals ist in Jeeps Festung... Okay, diesmal tatsächlich minimal Veränderungen eingetreten. Die kochen jetzt hier. Und da sind Kinder zu sehen. So, ich würde sagen, wird endlich Zeit, dass wir den Jack bauen. Unser persönlicher Krüppel. Er heißt nicht Krüppel. Unser persönlicher Krüppel, der gute Chumbucket. Nee, der haut ab. Chumbucket hat's ja schon die ganze Zeit gefordert, dass wir zu Gutgash fahren. Deswegen fahren wir da jetzt hin. Aber erstmal holen wir uns ein paar Infos. The iron vice of Gastown's loosening its grip here. Something a stranger, crazy-eyed and kill-frenzied did this gruesome work all by itself. Yep, that's just what I heard. Nice. Jetzt haben wir mittlerweile so viele 12 Stück. Okay, bevor wir zu Gutgash fahren, müssen wir erstmal das hier. Legendenbegegnung. Das Buzzard-Versteck. Um den an... Das ist im Hoheitsgebiet von Chumbucket. Alright. So, wo ist denn aber jetzt hier? Ich sehe es wahrscheinlich. Da ist er doch. So, einmal ab zu Ihmchen, Emsebremse, damit wir uns unsere Punkte ausgeben können, damit wir noch krasser werden. Und dann müssen wir auch mal gucken, dass wir unseren ganzen Schrott, den wir haben, also so 50, glaube ich, dass wir das ausgeben können. Also es gibt einen Haufen Shit, Alter, den wir mittlerweile erwerben können. Ich habe das beim Beenden der letzten Folge, ist mir das so richtig aufgefallen. Dass wir bei... Na, hallo? Dass wir Max und auch das Fahrzeug mit diversen lustigen Teilen aufwerten können. Deswegen ist das vielleicht eine Investition, die wir tätigen sollten. Ich meine ja nur. So, da sind wir auch schon am Ziel angekommen. Nice. Ich hatte ja letztens erst gesagt, dass wir schon lange nicht mehr nachts unterwegs waren. Deswegen freut es mich umso mehr, dass es jetzt tatsächlich mal wieder soweit ist. Ich finde, das haben die nämlich echt gut dargestellt, so auch mit der Taschenlampe und mit der dunklen Dunkelheit und die finstere Finsternis. Touch die Finsternis in mir. Nee, Moment, das war ein anderes Spiel. So, mein Freund. Sperr die Lausche auf. Ich hab Pünktchen bei. There you are. Lungs still even, heart still beating. Yet you refuse to live. Perhaps you've forgotten who you are. Ich bin Seni. I know who I am. If you knew, why would you wander like this? I know where I'm going. Tell me again that you're going to the Plains of Silence. That is. That's my destination. I'm gonna cross the Plains of Silence. Alright. So. Mehr plündern. Weniger Treibstoff. Mit Treibstoff haben wir eigentlich kein einziges Problem gehabt. Lebenspunkte. Legendenstufe erhöhen. Machen wir mal. Mehr Wasser von Wasserquellen.
länger im Wutmodus und mehr Munition plündern. Gefällt mir ganz gut soweit. So, wie gesagt, wir können beim Max ordentlich aufrüsten. Zum einen für, wir haben 888 Schrott, das seht ihr jetzt gar nicht. Für 125 Schrott können wir uns richtig schön, ja, wie man es halt so macht, ne? Schraubenschlüssel an eine Faust binden. Ja. Wem's gefällt. Handgelenkschutz, da gibt's leider nichts Neues. Aber Munitionsgürtel. Mehr Munition. Mehr Munition ist immer gut. Schrotflinte. Erhöht den Schaden um 25%. Ist immer gut. Und hier Fähigkeiten gibt's auch. Shit, da haben wir ja noch total viele. Was ist das hier? Benutze ein Messer, um dich zu befreien, wenn du umklammert wirst, und schüchtere so umgebende Feinde ein. Ja, das können wir uns alles gar nicht leisten. Machen wir irgendwann mal. So. Maxi Baby. Und guck mal, da sieht unsere Schrotflinte schon ganz anders aus. Schade, die sehen wir, glaube ich, gar nicht. Doch, da könnt ihr sie sehen. Ist jetzt so ein Double Barrel. Dual Barrel Roll. Also, okay, ein anderes Spiel. Gut. Dann geht's jetzt für uns zu Gutgash. Gutgash. Hier ist so ein gelbes Teil. Das vom Spiel. Das ist eine Patrone. Seht ihr? Und ihr denkt, ihr könnt die Anzeige nicht sehen. Könnt doch sehen, wenn wir da eine von drei Patronen haben. Da bremst der. Haben wir das auch geklärt? Oh, warte mal. It needs repairs now. Ich hätte jetzt gesagt, dann fahren wir da zu dem Teil und nehmen das noch kurz ein, während er repariert. Können wir das denn auch schon verbessern? Wahrscheinlich nicht, ne? Ödland-Mission Schlüssel aller Schrauben. Schatzbegegnung. Infobegegnung. Was wir hier waren, die Todesfahrten. Ödland-Mission. Hatten wir nicht mal so eine Mission? Sollten wir nicht mal irgend so einen Scheiß sammeln? Irgend so ein Scheiß halt. Nee, so Salpeter und sowas. Haben wir das schon erledigt? Wahrscheinlich rein jetzt hier. Keine Zeit. Zeit ist Geld. Bin mal gespannt. Ich glaube nämlich, der Jack, den wir ja die ganze Zeit bauen sollen, der ist technisch gesehen ein Downgrade. Ich glaube, da kommen nämlich nicht diese Zacken mit dran und so. Aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Finde auch unser Licht hier nachts ein bisschen spärlich. Aber das passt schon. Okay. Auch schön zu sehen, man kann nach hinten gucken.
Holy shit. Keep the car safe. Holy shit. Das lief doch ganz gut. Tank haben wir auch noch, Zusatztank. Ich kann mich nicht beschweren. Bisschen was trinken könnten wir. So, weiter geht er, der Peter. Einfach mal unterwegs weggesnackt, die drei. Kann man schon mal machen. Bin auch gespannt, wie die zweite Festung aussieht. Wenn ich dich auseinanderreißen muss, mein Freund. Dass die immer abhauen wollen. We're in God Cash Country. The Watcher Pack sent. He's ruthless. Same as Cheat, but older and meaner. He camps in a hulk laid out in the Great White. Pirates, slavers. They say he foretells the rising of the seas again. What can he offer? Heavy plates of steel armor, grills, and other life-saving defenses are his specialty. At a hefty cost, of course. Ja, dann flieh doch, feige Sau. Scarecrows. The region is thick with them. Geht's halt weiter ab zu God Cash. Drüben ist es schon. Sieht aus wie ein Schiff. Just another shipwreck. No, don't be fooled. Where we see a wreck, his people see a bark. That'll save them for when the water returns. They protect what's theirs, tooth and nail. Da gibt's keine Probleme. Could forget that whimpering and the devious suckling face. Oh, dead a dozen times if you do, boy. We've come to deal. Nothing else. I got cash. So pitch me, little man, before I make a blood sport of your driver here. Oh, he's no ordinary driver. This one, no, he's sent to me by the angel combustion herself. Angel. We parlay with the water gods here. We desire to make way to the dead bear and my sanctum.
My sanctum is destroyed. It's burned. Everything I have is gone. Gone. I have nothing left. Please. This car needs healing. She does. And strengthening. Yes. And if you let us stay here and rebuild, then I offer to you these. The hands of a Blackfinger. Yes. You'll have one chance from me. Oh, thanks. Thanks, B. Yes. Keep your hands where I can see them. Keep the deviant Blackfinger leashed. Don't need any of his perversions on my ship. Okay. I need welding wire to do my work. Make do for now. I'll find you welding wire. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist das hier ein hartes Downgrade von der letzten Festung. Aber okay. So, schauen wir uns erstmal um. Hier gibt es doch bestimmt auch Sachen zu sammeln. 4 Schrott zumindest, naja. Und wieder Sachen aufzubauen. Würde mich ja dann interessieren, wenn man in jedem Gebiet. Ja, warte mal, hier sollen wir hin, dann gehen wir erstmal dahin. Wenn man in jedem Gebiet dieses, wenn du offline bist, Breaking the Fourth Wall und so eine Sache, dann sammelt das Sachen für dich ein. Wenn du das in jedem Gebiet hast, sammeln die alle zusammen Sachen oder nur in dem Gebiet, in dem du dich befunden hast, als du dich ausgelockt hast? Was zur Hölle ist das? Das Motorrad. Nee, das? Das ist ein Bild von einem Motorrad. War schon krass, dass die Leute vergessen, was so die... Leave now. Mag dich auch. Was so die normalen Sachen für uns sind. Ich glaube, in so einer Apokalypse hast du andere Probleme, als mit irgendeinem Motorrad zu fahren. Ja, schön. Das wollte ich nicht. Spähcrew ist mir relativ egal. Was mich natürlich direkt wieder interessiert, wäre die Putzkolonne. Putzcrew. Müssen wir mal schauen, wie wir die Teile da bekommen. Genau. 3 Teile oder 2 Teile? Ich sehe zumindest nur 2. Machen wir Schweißdraht. Für Charm Bucket. ...140 Schrott bekommen wir. Okay, Panzerung Babygitter können wir jetzt einbauen. Ich will am liebsten immer zu Chumbucket hin und mit ihm quatschen. So, Babygitter. Das da außen, über den Radkästen. Nämlich schon die ganze Zeit gefragt, so wo das sein soll. Genau. Verringert den Aufprallschaden durch Fahrzeuge, Umgebungsobjekte und Explosionen um 5%.
Dachte ich mir. Ich muss Sachen abrüsten. Jetzt haben wir den Jack gebaut, was ein hartes Downgrade ist. Klassiker des Ödlands. Chumbucket nennt ihn den Jack. Und für mich kommt das Ding dem Gefährt, das ich brauche, einen Schritt näher. Was voll gelogen ist. Gastown bleibt unser Ziel, doch noch sind wir nicht bereit, dorthin aufzubrechen. Magnum Opus, consecrated corpus of the Angel Combustion. Your guise is now that of the Jack. Complete, radiant, deadly, and ready for anything. It won't be complete until we get the V8 from Gastown. Indeed. Indeed, yeah. And maybe, maybe, not even then. Nächste Hauptmission ist gesperrt. Sprich mit dem Missionsgeber, um die Voraussetzung zum Freischalten zu sehen. Holy moly. Gut, dann machen wir das mal. Das ist ja auch was ganz Neues für uns, dass wir jetzt einfach nicht weiterkommen. Please! 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 The child. Sickness. Hallo? The fan. Give it to me, quickly. Come on. Just let me heal her pain, please. Don't mess around with that stuff. Don't touch the merchandise. Warum habe ich das Gefühl, dass die Frau da drin tierisch Ärger für uns bedeuten wird? Ich will nicht damit sagen, dass Frauen immer Ärger bedeuten. Aber ich glaube, diese Frau bedeutet tierisch Ärger. So, dann wollen wir mal mit hier dem Anführer quatschen. Hey, Digga. Max muss sich erst beweisen, um sich Gutgashs Vertrauen zu verdienen. Voraussetzung, löse ein Lager in Gutgashs Hoheitsgebiet auf. Reiche den Legendenrang Tagesechse. Still got a lot to prove, boy. Alright. Gut, dann wollen wir mal so ein Lager auflösen. Bedeutet für uns ja auch bloß, dass wir mehr, mehr Schrott bekommen. Was man hier bauen kann, alles. Aber was mich halt nervt, ist, dass das alles ein fucking Downgrade ist, Alter. Weißt du, wie ich meine? Das haben sie ein bisschen komisch gemacht. Aber daran siehst du, dass das Spiel eigentlich darauf ausgelegt ist, dass du erstmal die Story durchspielst und dann guckst, was du halt noch so machen kannst. Ne? Können wir uns nicht leisten, schade. Das auch nicht. Donnerstäbe. Seitenbrenner haben wir noch nicht. Da fehlt uns die entsprechende Mission noch. Karosserie. Fetten Lack haben wir ja auch schon. Whatever. Okay.
wenn man schon bescheuert durchs Ödland fährt, dann kann man auch mal richtig bescheuert durchs Ödland fahren. So, hier vorne gibt's irgendwie was. Und wo es was gibt, da bin auch ich. Don't slay me. I carry no weight. I come from the north. Looked for shelter with Gutgash tribe. Was turned away. Better off. Here's something big is coming. Something destructo grand. Warlord Stinky Gummo is gonna bring the kill to them. Was? Ich meine ja, hey, 50 Schrott. Aber, was? So, ein Lager. Gut, jetzt haben wir natürlich hier kein Lager angezeigt. Müssen wir erstmal zu so einem Wetterballon. Von dort aus dann mal uns die Gegend hier angucken. Und dann können wir auch direkt ein Lager einnehmen. Ich meine, so viele Probleme mit Lager einnehmen haben wir ja sonst nicht. Es sei denn, wir kriegen richtig hart auf die Fresse. Dann kriegen wir richtig hart auf die. Also wenn wir das machen, dann immer zu 100%. Ne? Also wenn wir hart auf die Fresse bekommen, aber dann so richtig hart. Ich sehe keinen Sniper. Würde ich sagen, fahren wir da rein, steigen in den Ballon, hauen die Typen weg, die 100% den Ballon beschützen. Und dann geht's auch schon ab hier. I'll safeguard her, while you take care of business. Benötigt Explosionen. Haben wir denn hier irgendwo... Haben wir wahrscheinlich nicht. Nehmen wir mal den Kanister, der eben gar nicht da war, falls ihr das gesehen habt. Und sagen mal Moin! Direkt ein Relikt ist immer gut. Mama! Ich weiß, du willst nichts mit uns zu tun haben, aber die kleine Brienne würde wirklich gerne ihre Großmutter treffen. Liebe Grüße, Jeanette und Skylar. I had something, but now it's gone. It's gone no matter how much they loved or hated or bickered. Ja, ist halt so, ne? Egal wie sehr man vielleicht Familie hasst, ist... Trotzdem Familie. Finde und benutze den Schalter der Winde, um den Ballon herunterzuholen. Oh nö. Oh nö. Das ist jetzt ein Scherz. Womit soll ich den denn betanken, Alter? Hier ist doch nichts. Muss ich hier mein Zeug mitbringen? Hier vorne schauen. Vielleicht haben wir hier irgendwo...
Ja, aber schon ziemlich seltsam. Okay, das bedeutet, wenn wir hier mit dem Ballon mal fahren wollen, müssten wir vorher auf jeden Fall Benzin mitbringen. Ein paar Tanks. Das ist natürlich sehr schlecht. Oder halt ein paar Gegner besiegen. Leute, wie es hier weitergeht, das seht ihr auf jeden Fall schon in der nächsten Folge von Mad Max. Und ich kann euch versichern, der bleibt mad. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Peace. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.